Unterwegs, präsentiert von Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung mit der Sendung «Unterwegs». Auf dem Pilatus schneit es. Here we go now. Umgeben von Bergen, eingebettet in die malerische Landschaft, entstanden in der letzten Eiszeit vor 12'000 Jahren. Der Vierwaldstättersee verbindet Luzern mit den Urkantonen Uri, Schweiz, Ob- und Nidwalden. Mit seiner Gesamtfläche von 114 Quadratkilometern ist er einerseits Tourismusmagnet, bedeutet für viele andere aber auch einfach Heimat. Heute, im letzten Teil unseres Weges über den Vierwaldstättersee, sind wir im Kanton Obwalden angekommen. Mit nur gerade 2,5 Quadratkilometern ist das der kleinste Teil des Vierwaldstättersee. Ja, herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Unterwegsserie auf dem Vierwaldstättersee. Heute geht es noch vom Kanton Nidwalden in Kanton Obwalden und das mit der legendären MS Rolling Home. Seit fast 30 Jahren ist die MS Rolling Home auf dem Vierwaldstättersee unterwegs. Im Inneren liebevoll eingerichtet wird der Rheinschlepper mit Baujahr 1928 vor allem als Partyschiff gebucht. Herzstück ist aber sicher der Maschinenraum. Da habe ich mit dem Rudi Steiner abgemacht. Der 74-jährige Seebär liebt das Leben auf dem Wasser und kennt seine über 50 Tonnen schwere MS Rolling Home in- und auswendig. Da ist er ja, der Rudi. Hoi! Hoi! Fabien! Hoi, wie geht's? Gut, und du, dir? Sag mal, also ich freue mich, dass ich heute mit dir auf der MS Rolling Home unterwegs sein darf. Ich sehe, du bist im Maschinenraum am Vorbereiten, bevor wir abfahren. Da muss man aber rauskommen. Also, was musst du jetzt da alles machen? Ja, es ist schon ein bisschen allerlei, was an sich nicht so übel ist heute bei den modernen Schiffen. Sondern du musst auskoppeln, Öl vorpumpen, schau, dass du immer Luft hast zum Starten. Man kann die Maschine nur mit Druckluft starten, nicht etwa mit Anlasser elektrisch, sondern es ist ein ganz spezielles Verfahren. Also du musst immer da unten sein, Luft, wenn du willst, das pumpen, richtig. Und das, indem man den sechsten Zylinder abstellt, lässt laufen und dann kommt die Maschine, oder? Das ist ein Kutter, ein Schlepper, den du hier auf den Vierwaldstättersee geholt hast. Wie ist das überhaupt zustande, dass der Schlepper jetzt hier ist? Ja, das ist so. Ich bin vor x Jahren auch viel Transatlantik gefahren, Karibische See und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich werde dem kleinen, bescheidenen Rahmen selber etwas anfangen. Und dann habe ich das Schlepperlisee ausgeschrieben im Hamburger Hafen, respektive dort in Harburg. Und einsam und verlassen, ein bisschen heruntergekommen, habe ich das Schiff dann gepostet, nachdem ich allerdings vorher wegen dem Standplatz so die Sache abgeklärt habe. Ich kann nicht einfach das Schiff nur holen. Dann hast du das hierher geholt. Richtig, dann haben wir es hierher geholt und sind dann gefahren von Hamburg, Elbe drauf, nachher durch die Lüneburger Heide und Duisburger Rhein und bis nach Basel, oder bis Felden. Und dann noch transportiert. Und dann ist er ausgewassert worden mit einem grossen Kran, der grössten, den wir in der Schweiz haben. Genau. Und den hat er dann mit einem Tieflader hierher gebracht. Respektive, wir durften nur zur Nacht fahren, Polizeibegleitung klar, und so. Für so ein Riesenschiff. Richtig. Haben die Leute nicht gesagt, du sagst ein bisschen Spinner? Natürlich. Die sagen, der Steini, der spinnt doch. Das geht ja gar nicht. Und wieder andere sagen, ja, es könnte doch gehen. Oder? Und es ist ja wieder mal gegangen. Was bedeutet nur, dir das Schiff? Das Schiff ist eine Art Lebensphilosophie, wie sie auch heisst.
nämlich Rolling Home. Mhm. Das ist ein berühmtes Seemannslied, das viele kennen, auf Deutsch, auf Englisch, auf Holländisch und so weiter. Also Rolling in rollender See, away, fort und wieder heim und so weiter. Das hängt eigentlich auch mit meinem Leben zusammen. Ich bin immer gerne gegangen, bin aber auch gerne wieder gekommen. Ja, Rudi, möchte ich noch ein bisschen mehr erfahren natürlich, aber können wir jetzt das Schiff Jawohl, anlassen? Können wir, ja. Und losfahren? Machen wir. Sehr gut. Jetzt muss ich auch die Druckluft, das Verdienen von der Druckluftflasche lösen. Und... Was für ein Tag! Die Bedingungen für eine Ausfahrt mit der MS Rolling Home sind perfekt. Ich geniesse vor allem das Ambiente auf dem besonderen Schiff. Hier auf dem Weg in Obwaldner, Teil vom Vierwaldstättersee, kann man aber nicht nur auf dem Wasser einiges erleben, auch unter Wasser gibt es vieles zu sehen. Unberührte Wasserpflanzen, flinke Fischschwärme, versunkene Schiff. In der Tiefe vom Vierwaldstättersee tut sich eine völlig neue Welt auf. Eine, die Franz von Flüe schon lange fasziniert. Er füllt gerade die Flaschen für seinen nächsten Tauchgang. Die Flaschen haben wir füllen auf 220 Bar. Und das ist eine 10 Liter Flasche, das sind etwa 2500 Liter Luft. Wie lange reicht das? Kommt auf die Tiefe drauf ab. Je nachdem, wie tief wir runtergehen, wird die Luftdichte ist unten kleiner. Also wir komprimieren, das heisst, man schnauft viel mehr ein. Das heisst, die Flasche geht viel schneller leer. Bei einem durchschnittlichen Tauchgang reicht die Luft etwa eine Stunde. Hast du mich heute Morgen können machen, Franz? Habe ich gemacht. Der Franz von Flüe schaut regelmässig im Tauchshop von seinem Namensvetter Franz Hatta an das Hergiswil vorbei. Das richtige Material ist an und an. Ja, haben wir gemacht. Kannst du probieren. Das wird funktionieren. Die Ausrüstung in der Schweiz ist einfach kaltwassertauglich, das heisst zwei autonome Systeme. Das heisst, wir haben zwei Systeme, die eigentlich getrennt voneinander funktionieren. Wenn irgendetwas kaputt wäre, kann man gerade aufs nächste wechseln. Das ist ein bisschen der Unterschied zum Meer, dort hast du ein System. Nicht das Meer, sondern der Lopper ist das Ziel heute. Da ist die Sicht nicht so trüb wie im Alpnacher See, sagt Franz von Flüe. Mehrere Tausend Franken hat der Familienvater in seine Ausrüstung gesteckt. Ein teures Hobby. Gewisse Leute sagen ja, ich sage nein. Weil ich tauche jetzt gut 18 Jahre. Und das ist eigentlich erst die zweite Ausrüstung, die ich habe. Also schlussendlich kann ich sagen, eine Ausrüstung längt das Leben lang. Wenn man ein bisschen Ordnung hat, ein bisschen wartet, ein bisschen dazuschaut. Einmal in der Woche steigt Franz von Flüe in den Tauchanzug. Eine warme Angelegenheit bei 25 Grad. Die Ausrüstung hat aber ihren Zweck. Das Wasser wärmt sich eigentlich nur die oberste Schicht. Sage ich jetzt, ist etwa 10-12 Meter, weil es warm ist. Und darunter ist das Wasser das ganze Jahr etwa 5 Grad. Oder? Und daraus genießt man eigentlich schon die Wärme. Alles Material zusammen ist rund 50 Kilo. Genau gewogen hat er es noch nie. Darum will er jetzt möglichst schnell ins Wasser. Dort ist die Ausrüstung leichter. Und der Franz von Flüe kann eintauchen in die faszinierende Unterwasserwelt. Thank you.
tipptopp. Desto weiter unten, desto besser. Also es hat es auch schon gegeben, dass wir für irgendjemanden einen Ringsink suchen oder eine Uhr, Schnittlachen oder ein Velo. Dann müssen wir aufnehmen, aber hauptsächlich machen wir es im Plausch. Was macht so eine Faszination aus für dich? Schwerelos sein und die Ruhe. Weil unter Wasser schnurrt einem niemand rein. Ich kann wirklich sagen, man kann entspannen, man kann es wirklich abstellen. Vom ganzen Alltagstrott, den man hier oben hat. Andere Flüge zum Tauchen um die halbe Welt. Der Tauchclub Obwalden zelebriert das Hobby sozusagen direkt vor der Haustür. Mit Kurs auf Alpnachstadt sind wir in der Zwischenzeit im Obwaldner Teil des Vierwaldstättersee angekommen. Höchste Zeit für eine kleine Pause auf dem schönen Sonnendeck von der MS Rolling Home. Jetzt habe ich es mir inzwischen ein bisschen gemütlich gemacht mit dem Kapitän Rudi hier auf dem Vorderdeck. Rudi, mit was für Leuten bist du eigentlich so schamig so unterwegs, wenn jetzt nicht mir vom Tele 1 da sind? Oh, das sind alles mögliche Leute. Da hat's so, die meisten sind Schweizer, aber auch Ausländer. Vor allem Deutsche. Schiff kommt ja von dort. Und an sich sind es etwa Kaderleute von Firmen oder irgendwie Abteilungsausflüge, auch Geburtstag, irgendwelche Vereine, Schützen, Fußballer, was auch immer. Da habe ich aber gehört, das geht manchmal ein bisschen zu und her. Da gibt es das ein oder andere Schnäpschen. Das gibt es ja. Für das ist aber Stefanie zuständig. Die ist hinten unten im Salon anzutreffen. Und die ist eigentlich da das Bilgenwasser aus. Was ist die Faszination des Vierwaldstättersee, wenn du hier unterwegs bist? Ja, es ist ein sehr interessanter, vielseitiger See. Mit Bergen fast rundum. Mündet dann aber auch ins Flachland wieder, sogenannte Mittelland, kann man sagen. Und sonst doch in unseren schönen Alpen, Voralpen. Es ist ja auch meine Heimat. Und daher bin ich wieder zurückgekommen. Ich sage immer im Alter, geht man wieder dorthin zurück, wo man herkommt. Also ein passender Schiffname dazu, Rolling Home. Ja, genau. Und ich bin früher, hat es nichts anderes gegeben, wieder fort, so weit als möglich, die Welt anschauen, habe immer gearbeitet, dann bin ich wieder in die Schule. Und das war so eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Rudi, hast du einen Lieblingsplatz hier auf dem Vierwaldstättersee? Ich könnte es nicht speziell sagen, es gefällt mir eigentlich überall. Das einzige in der Luzerner Bucht, dort muss man immer höllisch aufpassen, weil ein sehr, sehr grosser Verkehr ist zum Teil von allem Möglichen an Seebenutzer. Und dort muss man also schon echt auf der Hut sein. Darum sind wir jetzt hier ein bisschen in einem ruhigeren Ruhe. Teil. Was bedeutet das für dich, wenn du mit deiner MS Rolling Home unterwegs sein kannst, das Kapitänsleben, was macht das für dich aus? Ja, es ist an sich ein Bubentraum gewesen, noch einmal gehabt, obwohl ich noch viel anderes gemacht habe. Früher Ross zugeritten, Holzfäller, Flößer in Schweden und so weiter. Pakistan, Indien bin ich auch gewesen, in Amerika. Aber auf dem Vierwaldstättersee ist es am aber schönsten. Aber im Vierwaldstättersee ist wirklich jetzt am schönsten. Es ist auch das Alter entsprechend. Nicht? Inzwischen bin ich 72 und ja. Kommt mir zur Ruhe vom Vierwaldstättersee. Ja. Rudi, danke vielmals. Hast du mich mitgenommen? Jetzt hätte ich noch einen Termin in Alpnachstadt. Könntest du mich dort ausrühren? Das machen wir. Ausrühren? Jawohl, also genau. Dann fahren okay, wir doch weiter. Mann. Sehr gut. Wie versprochen, lassen Sie mich Rudi und seine Partnerin Steffi zur Alpnachstadt raus und ich mache mich auf den Weg zum Kurt Blättler. Er hat eine ganz besondere Verbindung zum See. In Niederstadt aufgewachsen, ist er schon als Bub mit seinem Grossvater fischen. Bis heute hat er das Fischernetz von damals aufbewahrt und erinnert sich gern zurück. Aha, da ist er ja, der Kurt. Hi. Hallo, Fabienne. Hi, ich sehe, du bist am Fischernetz auseinandernehmen und das ist ja, glaube ich, nicht eins, wo du jetzt heute noch mitfischen würdest. Nein,
Mit dem dann mein Vater bin ich gefischt. Ja. Das ist noch ein Netz, das ich von meinem Grossvater nachher habe. Das ist selten ein Netz, das von der Berufsfischerei, das ich da mit meinem Grossvater und Vater erlebt habe. Von deinem Grossvater, wenn du das so sagst, wie viel hast du noch mitbekommen? Wie hat man damals gefischt? Wie wichtig ist die Fischerei da gewesen, im Vierwaldstättersee? Also für uns war es ganz wichtig. Das ist für meinen Grossvater, auch für meinen Vater, natürlich eine Einkunft, eine Geldeinnahmequelle gsi. Wir haben hier oben einen Bauernhof, der dann der andere Teil war. Und die Hälfte der Einnahmen ist von der Fischerei gekommen. Dazu mal. Später ist es dann etwas anders geworden. Wir stehen auch vor dem Fischerhaus, wo schon dein Grossvater sein Fischerboot drin hatte. Was für eine Bedeutung hat das für dich, dass du das bis heute eigentlich noch hast, dass das über 3 Generationen hinweg erhalten geblieben ist? Das ist für mich sehr wichtig, auch wenn ich kein Berufsfischer mehr bin. Aber ich habe natürlich vor allem für mich eine Bedeutung, die Zeiten vom Grossvater noch mit meinem Vater zusammen können auf dem See. Wir waren schon 3 Generationen auf dem See. Ich war natürlich dort ein kleiner Bub. Aber ich mag mich erinnern, dass natürlich der Vater am Morgen früh auf dem See ist mit dem Grossvater. Und dann, die Fische dann müssen am Morgen dann da sein, verarbeitet werden, bei uns im Bauernhaus oben. Und dann, aufs Mittag, müssen sie in der Hotel, in der Küche sein. Auf die einen Seite natürlich so eine romantische Vorstellung, man geht raus auf den See, geht fischen, bringt die Fische zurück. Du hast mir aber vorher schon ein bisschen gesagt, es gibt auch ganz viele negative Erlebnisse natürlich auf so einem See. Das gibt beides. Das gibt es und das habe ich auch in Erinnerung. Also das Romantische muss ich gleich erwähnen. Also als 3., 4., 5. Klässler mit meinem Vater am Morgen um 5 Uhr draußen auf dem See, wenn die Sonne aufgeht, das sind natürlich Momente, die Bedeutung für mich eigentlich erst zugenommen hat, wo dann Vater nicht mehr rum war. Aber du hast recht, ich habe natürlich auch Erinnerungen an See, die tragisch ausgegangen sind. Sei das Auto, die in See gefahren sind. Die Strasse da war noch nicht immer so gesichert. Dann ist ein Flugzeug auch abgestürzt vor ein paar Jahren da. 4 Leute sind umgekommen. Dann mein Vater hatte negative Erlebnis, als er Netz, natürlich neuere, ins Boot genommen hat. Da sind, war auch mal ein Leich drin. Es soll sich herausgestellt haben, dass das jemand war, der den Acherreck-Bruck Selbstmord gemacht hat. Oder in einem Plastik in einem Baby. Also alles Mögliche, was man auf dem See auch erlebt. Und ich glaube, es gibt auch so ein bisschen Geheimnisse, die der See noch für sich aufbewahrt auf dem Grund. Das ist richtig, ja. Ich würde es gerne einmal klären, was mit Fässern passiert ist. Das ist gerade da hinten, ist ein umgebauter Aue gewesen. Und dann sind sie mit Lastwagen angefahren und haben Fässer rausgetan. Das ist jetzt eine meiner Jugenderinnerungen. Die Fässer sind dann aneinander gebunden worden. Und die haben wir dann mit anderen Auen dann in den See rausgezogen, Richtung Grotzloch, das dort hinten ist, oder da hinter Berg hinterher. Und gesagt hat man dann, dass Öl oder Fett als Notvorrat, sagen wir es da in See, für die Zeiten, wo man das braucht, weil es irgendwo aus einem Grund nicht mehr gibt. Und du hast das Gefühl, die sind immer noch auf dem Seegrund? Ich bin eigentlich immer mit daheim verbunden gewesen. Ich weiss nicht und niemand in meiner Familie weiss, dass die rausgeholt haben. Die müssen also immer noch da drinnen sein. Ein Kollege hat mir gesagt, er habe mal in einem Amt angefragt. Mhm. Und die Antwort war, die bringen wir gar nicht mehr zum Schlamm raus, also die bleiben da drin. Ja, und die Fässer sind das eine Geheimnis, das jetzt noch auf dem Seegrund liegt. Aber ich glaube, auch Munition, militärische Sachen hat es hier auch noch rum. Ja, das ist richtig. Du bist gut informiert. Früher war da hinten noch ein Schießplatz, wo dann Flugzeuge der Schweizer Armee ihre Trainingsschiessen abgehalten haben. Und dazu mal war das noch eine Attraktion. Die Autos haben hier angehalten und geschaut, wie sie dort drinnen geschossen haben. Und heute ist es eine Lärmbelästigung. Mein Vater hat allerdings immer müssen informiert werden, im Flugzeug sind, damit er nicht mit dem Fischerboot auf dem See raus war. Kurt, danke vielmals. Du hast mir so viel verraten. Ich habe wieder einiges gelernt und ich muss noch ein Haus weiter. Danke. Merci vielmals. Ciao. Tschüss, Fabian. Ja, und wenn man schon mal hier im Obwaldner Teil vom Vierwaldstättersee an Land geht, dann gehen die meisten auch noch auf den Pilatus. Auch ich möchte den schönsten See der Schweiz zum Ende meiner Tour noch von oben sehen. Und schon der Weg mit der steilsten Zahnradbahn der Welt ist beeindruckend. Beim Blick aus dem Fenster zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Und ich geniesse die Fahrt auf den Luzerner Hausberg.
oberst angekommen, bin ich richtig gespannt, was mich erwartet. Der Ausblick ist unglaublich. Ich schaue runter auf den See, wo mir so viele unvergessliche Momente und Geschichten beschert hat. Auf dem Raddampfer Uri hat mir der Kapitän Beat Kallenbach erzählt, dass er bei seinen vielen Jahren auf dem See schon einige Stürme überstanden hat. Vom Urnersee aus bin ich aufs Boot mitgereist, wo man sicher einen der schönsten Ausblicke überhaupt hat. Im Schweizer Teil des Vierwaldstättersee hat mir Heinz beim Segeln beigebracht, wie man auch bei stürmischer See eine Wende macht. Im Kanton Nidwalden habe ich den Vierwaldstättersee mit dem Kanu überquert und im Steinbruch Obermatt die wunderschöne Natur beobachtet. Und auf der MS Rolling Home musste nicht nur ich, sondern das ganze Team schnäpseln. Ja, und ich gehe jetzt zum Schluss da hinten noch ganz auf den Gipfel und würde mich freuen, wenn wir uns dann in einer Woche wieder sehen. Bis dann, ade miteinander. Haben Sie die goldene Sonne gesehen? Dann schreiben Sie jetzt ein SMS mit der Antwort «Unterwegs A» oder «Unterwegs B» und Ihre Adresse an die Nummer 2222. «Unterwegs» ist Ihnen präsentiert worden von Sie haben «Unterwegs» gesehen mit «Aus der Region für die Region», ein Mikrolabel für regionale Produkte.